Hallo liebe Freunde der Huckleberry Finn, da bin ich wieder. Wir wandern heute von Rendsburg nach Jevenstedt. Und in diesem Kapitel erzähle ich auch in der Rückschau meine unterirdischen Begegnungen, allererste Begegnungen mit Behörden und wie das alles anfing mit dem realen Irrsinn. Und bei diesem Thema fiel mir gestern ein kleiner Text, ein Kommentar von einer lieben Freundin ein, auf einer unserer WhatsApp-Seiten, die über die Selbstbeweihräucherung von Herrn Lauterbach einen kleinen Text verfasst hat. Verena. Verena pflegt ihren schwerbehinderten Sohn liebe- und aufopferungsvoll und sie schreibt, wie bitte, lesen Sie Ihre eigenen Entwürfe? Das im Koalitionsvertrag versprochene Entlastungsbudget wurde heute gecancelt. Es ist erbärmlich, wie Sie das verdrehen. Die Liebe pflegender Familien wird ausgenutzt, bis sie zusammenbrechen. Überall fehlt es an Kurzzeitpflegeeinrichtungen und das nicht nur für Senioren und Seniorinnen, sondern insbesondere für schwerkranke und behinderte Kinder und Jugendliche. Wir gehen am Stock. Das Pflegegeld wurde auch seit 2015 nicht mehr erhöht, trotz allgemeiner Teuerung. In Kombination mit der fehlenden Kinderabsicherung ein super GAU. Danke für nichts. Weitere Langzeitpflege werden ausbrennen, psychisch und körperlich, und so macht man Menschen und Familien kaputt. Soweit Verena. Und eine andere liebe Freundin, Ursel Hofmann von der Gruppe Rückenwind, ist auf Facebook vertreten, schreibt, das ist null Reform für pflegende Angehörige. Und dazu gehören auch pflegende Eltern, Mütter und Väter, die ihr chronisch krankes Kind mit Behinderung versorgen. Und zwar 365 Tage im Jahr. Wann wacht Herr Lauterbach endlich auf? Vielleicht bei einer Woche Mitarbeit, Tag und Nacht in einer pflegenden Familie? Das wäre doch mal eine schöne Idee, oder? Auch die Lebenshilfe ist frustriert. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe ist entsetzt über die gestern bekannt gewordenen Änderungen an der geplanten Pflegereform. Am 5. April hat das Bundeskabinett den Entwurf zum Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz beschlossen. Aus Sicht der Lebenshilfe verdient das Gesetz seinen Namen nicht. Denn nach den jüngsten Änderungen am Gesetzesentwurf ist das von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen schon lange geforderte Entlastungsbudget, der gemeinsame Jahresbeitrag für die Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, § 42a Sozialgesetzbuch 11 des Referentenentwurfs aus dem Gesundheitsministerium, nun gestrichen. Und in diesem Zusammenhang fällt mir auch dieses unsägliche Schwadronieren mit der Kindergrundsicherung ein, von der Ampel. Herr Lindner findet ja anscheinend, dass Armut dadurch begründet ist, dass die Leute zu wenig Bildung haben. Oder mit anderen Worten, mit meinen schlichten Worten ausgedrückt, sie sind zu doof. Armut hat aber ganz viele verschiedene Komponenten. So gibt es zum Beispiel Armut durch Pflege. Herr Lindner, haben Sie davon schon mal gehört? Oder Armut im Alter. Und wissen Sie, Sie, Herr Lindner, haben jede Bodenhaftung und auch jede Anständigkeit verloren. Wenn jemand wie Sie auf Sylt pompös heiratet, und das ist kein Sozialneid, das ist vielleicht ein bisschen Polemik und die ist auch gewollt. Wenn jemand wie Sie pompös auf Sylt heiratet, seine Gäste mit dem Privatjet einfliegen lässt und sich dann hinterher hinstellt, dass er für tolle Sozialleistungen geschaffen hat, dass er das Bürgergeld mit unterstützt hat, Bürgergeld, Hartz IV kriegt jetzt 50 Euro mehr an Leistung. Ja, hip hip hurra kann ich da nur sagen. Oder Herr Scholz würde vielleicht sagen, das ist ein harzer Doppelwumms. Die Gewerkschaften, die fordern bei ihren Streiks 500 Euro mehr für ihre Mitglieder. Mitglieder, die in Lohn und Arbeit stehen, die wenig verdienen, aber immer noch mehr haben als Hartz-IVer. Und die Harzer, die kriegen 50 Euro mehr. Herr Lindner, das ist in Ihrem Fall absolut unanständig, schändlich und erbärmlich. Sie haben jede Bodenhaftung verloren, Sie haben jeden Kontakt zu uns Menschen verloren, zu Menschen, die am Limit sind, wie eben die pflegenden Angehörigen.
Und, aber das interessiert sie auch gar nicht. Sie vertreten Interessen von Porsche, aber nicht unsere Interessen. Und so ist es auch mit Herrn Lauterbach. Auch Herr Lauterbach hat jede Bodenhaftung verloren, wenn auch aus verschiedenen anderen Gründen. Und bevor ich mich hier jetzt so richtig in Rage rede, gehe ich doch einfach mal auf die Straße, wenn auch mit geballter Faust in der Hosentasche, und berichte von unserer nächsten Aktion von Flensburg bis zum Bodensee. So, ich setze jetzt erstmal wieder meine Brille auf, sonst kann ich nichts kicken. Und dann geht's los. Ich behaupte, dass ich in der Phase des Aufwachens intuitiv einen guten Tag erkennen kann. Wenn ich nämlich morgens nach einer anstrengenden Nacht verschlafen die Lider öffne, aussehe wie die Kreuzung eines Pandas mit einem Panzerknacker und mich strahlen bereits die Augen meines Nachtgefährten an, begleitet von einem leisen, hinterhältigen Kichern, dann weiß ich, es wird ein anstrengender Tag. Ich hasse es, nach ihm wach zu werden. Ich brauche morgens immer ein Viertelstündchen der Besinnung, in Ruhe Kaffee kochen und den möchte ich auch gerne in Ruhe trinken, um ganz gemütlich auf Betriebstemperatur zu kommen. Keine Chance heute. Monsieur 100.000 Volt bläst bereits zur Attacke. Ich haste mit der Zahnbürste im Mund, nur ein Bein in der Hose, hinken aus dem Bad zurück zum Schlafbereich. Das gemeine Gelächter von Krawalski hört sich nach Chaos an. Ich kenne dieses Lachen zur Genüge. Gardinen abgehängt, DVD-Player aus dem Fenster geworfen, die Lampe abgerissen, natürlich mit Halter. Okay, diesmal hat dieser Bengel nur Licht angemacht. Das kann ich, der Freizeitpädagogin, straffrei durchgehen lassen. Heute sind wir nicht allein. Die Landeszeitung hat sich angemeldet. Herr Trittmark, ein sympathischer Redakteur, wird uns auf den ersten Kilometern begleiten. Wir kommen gut ins Gespräch. Auch er hat einschlägige Erfahrungen im familiären Umfeld und weiß, was es bedeutet, einen Familienangehörigen zu betreuen. Sein Vater ist seit kurzem ein Pflegefall. Es wird mal wieder deutlich, dass Pflege alle Menschen angeht. Irgendwann im Leben wird die Mutter krank, der Vater, die Oma. Und dann wird man mit dem Thema konfrontiert und man muss sich entscheiden, Pflegeheim oder selber pflegen. Wir sind alle Betroffene. Auch wer es heute nicht wahrhaben will, ist der Betroffene von morgen. Möchte man die Mutter aber nicht in einem Pflegeheim unterbringen, sie lieber zu Hause versorgen und kann man dann seinen Beruf nicht mehr ausüben, bleibt nur noch der Weg ins Jobcenter. Gleichbedeutend mit Hartz IV, also künftig rund 5 Euro für Frühstück, Mittag und Abendessen. Also zusammengenommen, ne? Nicht, dass es da jetzt Missverständnisse gibt. Hartz IV bedeutet Rentenkürzung, Androhung von Sanktionen, gesellschaftliche Isolierung, fehlende Wertschätzung, um nur ein paar Aspekte zu nennen. Dafür aber immer als Last und faule Socke in der Bildzeitung, manchmal sogar auf der Titelseite erwähnt. Das ist der Preis für Menschlichkeit. Es ist einfach so, die Würde des Menschen ist vom Geldbeutel abhängig. Ich weiß schon gut, jetzt heißt das Bürgergeld. Ich nenne es trotzdem Hartz IV, weil es einfach nur eine, auf Deutsch gesagt, eine Verarschung ist. Wir unterqueren den Nord-Ostsee-Kanal. Es gibt einen großen Fußgängertunnel, der unter dem Kanal hindurchführt. Tunnel findet Nico immer lustig. Hallo, Nico kommt, dröhne ich durch den gekachelten Untergang. Und Nico bestätigt meine Drohung mit lautem Gelächter. Während sich Nico amüsiert, schildere ich Herrn Trittmark unsere Erfahrung aus dem Leben eines Hilfeempfängers mit Behörden, Krankenkasse und wie alles begann mit diesem ganz realen Irrsinn. Was wollen Sie? Das war die fröhliche Begrüßung einer netten Dame vom Sozialamt Hamburg-Wandsbek auf mein schüchternes Guten Morgen. Ich hatte einen Kloß im Hals und Herzklopfen. Mein vierjähriger Sohn ist behindert. Mehrfach schwerstbehindert. Bisher habe ich mich mit seiner Mutter im Wechsel um seine Pflege und um seine Betreuung gekümmert. Aber nun ist seine Mutter schon schwer krank. Sie ist schon seit mehreren Wochen im Krankenhaus und es ist das Schlimmste zu befürchten. Vermutlich wird sie auch noch viele Wochen in der Reha bleiben müssen. Die ständige Sorge um unseren Sohn, den Kampf mit Behörden, Suche nach Therapiemöglichkeiten und die Belastung im Beruf haben sie krank gemacht. Ich bin eigentlich freiberuflicher Fotograf, aber nun bekomme ich wegen der aufwendigen Betreuung Job und Pflege nicht mehr unter einen Hut. Also konkret, ich bekomme die Miete und den Lebensunterhalt für uns nicht mehr zusammen.
Ja, und was wollen Sie jetzt von uns? Also, ich möchte einen Antrag auf Unterstützung stellen. Ich bin doch hier richtig im Sozialamt, oder? Wir werden das sehr genau prüfen. Verlassen Sie sich darauf. Und wir werden Sie massiv auffordern, einen festen Arbeitsplatz zu suchen. Wenn Sie freiberuflich nicht in der Lage sind, für Ihren Lebensunterhalt zu sorgen, dann müssen Sie eben arbeiten gehen. Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Bedauerlicherweise wurde ich auf eBay beim Ersteigern einer Voodoo-Puppe überboten. Aber diese Begegnung hat mich dem Grunde nach bis zum heutigen Tag geprägt und traumatisiert. Mein zugegebenermaßen naives Weltbild von einer zumindest im Ansatz menschlichen und solidarischen Behördenstruktur bekam die ersten Risse. Denn die Forderung des Amtes ging ein wenig am Problem vorbei. Man könnte auch sagen, voll daneben. Arbeiten kann ich auch freiberuflich. Ich hätte genug zu tun. Ich bin, wenn ich das mal so sagen darf, sogar erfolgreich. Ich habe viele Promis vor der Kamera gehabt, Leute wie Udo Jürgens, Peter Maffay, Elton John, Tom Hanks, Iris Berben, Inge Meisel. Ich habe sie alle gehabt. Jetzt geht das aber nicht mehr. Die Betreuung meines Sohnes ist sehr aufwendig. Fast jeden Tag eine Therapie. Nico war auch bereits 2 Wochen im Universitätskrankenhaus Eppendorf. Seine Behinderung muss genau untersucht werden. Komplizierte Verfahren wie MRT, Computertomographie, das alles muss durchgeführt werden. Und dabei kann ich ihn doch nicht allein lassen. Überdies bin ich auch in großer Sorge seinetwegen. Vielleicht habe ich vergessen zu erwähnen, er ist behindert. Arbeiten und gleichzeitig pflegen ist zumindest derzeit unvereinbar. Dann kam auch der erste schriftliche Bescheid. Er begann mit der erfrischenden Einleitung: Bevor Sie der Allgemeinheit zur Last fallen, Punkt, 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 und dann folgte ein Aufgabenkatalog, nämlich 3 bis 4 Mal in der Woche eine Bewerbung schreiben und dem Amt vorlegen, 3 Mal im Monat Selbstinserate aufgeben, beim Arbeitsamt zur Vermittlung vorstellen, berufsfremde Arbeit aufnehmen, Nachtarbeit sowie auswärtige Arbeitsstellen in einem Radius bis etwa 150 Kilometer akzeptieren. Andernfalls drohte 60% Reduzierung der Sozialhilfe. Dass es nach der Diagnose Behinderung zunächst erst galt, aus dem tiefen Loch, in das man gestürzt war, herauszuklettern, viele Arzttermine wahrzunehmen, früh fördernde Maßnahmen zu ergreifen, deren Möglichkeit man sich selbstverständlich und zeitaufwendig selbst erarbeiten muss, war nur schwer vermittelbar. Konkret gar nicht. Ich sollte mich nun neben der Pflege intensiv um einen Arbeitsplatz bemühen. Ganz besonders sollte ich auch ausbildungsfremde Arbeit in Erwägung ziehen. Also bewarb ich mich bei der Lufthansa als Flugkapitän, bei der Bahn, ich bin ja ein Junge, als Lokführer, in einem Krankenhaus auf einen Chefarztposten und so weiter. Ich hatte nämlich überhaupt keine Idee, welche reale Arbeit ich neben der Betreuung und der Sorge für Nico aufnehmen konnte. Jedoch verspürte ich bereits damals schon eine dezente Neigung zur Rebellion, wenngleich zum damaligen Zeitpunkt mit stark eingeschränktem Selbstbewusstsein, denn ich lag ja der Allgemeinheit auf der Tasche und war in ständiger Sorge wegen Einstellung der Leistungsbezüge, meine Wohnung zu verlieren. Wie lange soll das jetzt so weitergehen? Fragte mich einmal mein neuer Freund, der Sozialamtsabteilungsleiter. Wollen Sie sich in die soziale Hängematte legen? Haben Sie schon mal an Ihre Rente gedacht? Was ist eigentlich mit der Mutter? Sie haben hier einen Attest vorgelegt, die Mutter sei erkrankt. Da steht gar keine Diagnose drin. So können wir Ihren Anspruch auch gar nicht prüfen. Es ist vom Gesetzgeber nun mal nicht vorgesehen, dass sich ein nichtehelicher Vater um sein Kind kümmert. Herr Trüttmark schüttelt immer nur mit dem Kopf. Aus eigener Erfahrung wegen der Pflege seines Vaters weiß er, dass er sich um meine seelische Befindlichkeit keine Sorgen machen muss. Denn ich leide nicht an paranoiden Wahnvorstellungen. Es ist tatsächlich so. Irgendwann habe ich mich dann auch beschwert bei der Politik. Ich hatte eine wunderbare Bürgerschaftsabgeordnete, auch eine Psychiaterin, und die hat sich an die Sozialsenatorin gewandt. Und daraufhin musste ich dann wieder beim Amt antanzen, weil ich mich beschwert hatte. Ich musste dann zu den Bewerbungen ein Pflegetagebuch führen. Jeder Pups in der Windel sollte nun dokumentiert werden, mit Tag und Uhrzeit. Denn Strafe muss schließlich sein. Am nächsten Tag erscheint der Artikel in der Landeszeitung von Herrn Trittmark. Hoffen und Lachen, Hoffnung und Lachen treiben ihn an. So sieht das aus. Und so
hatte ich mir das auch vorgestellt. In seinem letzten Satz schreibt Herr Trittmark: Das Lachen im Fußgängertunnel hält. Nee, Quatsch. Ja. Und das Lachen im Fußgängertunnel hält ihn inwendig warm. Ja, liebe Freunde, was habe ich heute von unserer Philosophenwand mitgebracht? Ein Text von Konstantin Wecker. Es sind nicht mehr die Lauten stark, nur weil sie lautstark sind. Es gibt so viele, denen das Leben ganz leise viel echter gelingt. Die stehen nicht auf Bühnen, füllen keine Feuilletons, die kämpfen auf schwereren Plätzen. Ja, die müssen vielleicht in Großraumbüros sich der Unmenschlichkeit widersetzen. Die schreiben die Lieder, die sind Melodie. So aufrecht zu gehen, lerne ich nie. Das war's, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund für die, die wir lieben.